Yo Leute, ich zeige euch ein Game. Ich bin ranked. Ja, ausnahmsweise sind wir ranked. Wir machen keine First Time No Flame, please. Ich zeige euch, wie man ein Spiel bereits in der Champ Stack verlieren. That's a new one. Also ich bin mir ziemlich sicher, dieses Game ist in der Champ Stack bereits verloren. Meine Top Lane kriegt hart aufs Maul. Der Auto lose. Meine Mid Lane. Ich glaube, ich bin tot. Der meint, noch lebe ich. Okay, der meint, meine Freunde, ich zeige euch, wie man ein Game durch ein Invade instant gewinnen kann. Alter, hab ich viel Damage bekommen. Wenn die Kills, ich hab einen und sie das hat einen, ha. Huh? Ich glaube, ich kill. Ich bin auch extra tanky gegangen in meinen Runen. Ich glaube nicht, dass ich so einen One-Shot-Ranger hier spielen werde. Ich werde wahrscheinlich Warrior into Cleaver gehen oder so. Müssen wir mal schauen. Denn langfristig gesehen. Oh, ich hab vergessen, wieder oben die Vierer abzuholen, lol. Auf langfristig gesehen finde ich das hier nämlich nicht ganz so gut. Deswegen machen wir das einfach erstmal so. Gehe ich für ein Full Clear? Ich habe halt gutes Gold, ne? Ich könnte eine Tiamat sehr früh beenden. Fuck, warum wurde der Xin angefangen? Oh, das habe ich gar nicht aufgepasst. Den ziehen wir eben einmal kurz mit. Ne, ich mach die mal zuerst. Xin. Ich zieh den roten Fall. Oh, da ist er. Okay, nice. Er kann Flash. Xin. On my red. No F. That's fine. That's fine. That's fine. Ich wusste doch, da war irgendwas. Aber Leute, zumindest sind wir auch nochmal in Tankbomb reingegangen. Der macht den Anfang tatsächlich sehr, sehr, sehr angenehm. Ey, oh, pass auf hier. Er ist Chainbreaker. Ist er ein OTP? Ist sogar ein Dagger zuerst Gold, huh? Okay, wir gehen hier Richtung Krabbeln. Vielleicht kann ich sogar Board ganken. Sein Blue Sub. Er wird die Topside irgendwo erstmal seine Action machen. Ne, da komme ich nicht ran. But that's fine and all. That's fine and all. Jetzt sind wir auch eben in die mittlere Linie. Ich habe gefailjumped auf die Krabbe. Lol, das wollte ich gar nicht. Robert. Ich hätte ihn locker saven können. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Krabbe drauf gejumpt bin. Egal, that's fine. Wir haben hier auch wieder einen spitzen Recall. Denn ich kann meinen Boxer Jungle jetzt benden. Die Camps sind auch beide echt gut gelevelt. Und auch so schon ein Level über dem Xin. Jetzt ist halt die Frage. Moment mal, ich ändere mal mein Clear eben. Okay, Jinx geht hinten. Ich weiß gar nicht, warum sie nicht einfach hinten chillen.
Hier sind meine Krux da. Lass mal ihm eine Bowler rüberwerfen. Ja, wir kriegen Fero, das heißt, die sind da. Die sind aber leider nicht gelevelt. Die nehmen wir aber trotzdem eben mit. Das macht meinen Clear nämlich viel angenehmer. Denn jetzt kriege ich mich einmal sauber durch, kann dann schief nach unten hingehen, dort für den Gank direkt hinmoven. So, können wir hier auch nochmal mitnehmen. Zack. Ey, yo, mir fällt auf. Ich, ach, stimmt, ich hab meinen Schinkel ja nicht ausgetauscht. Aber mein Silas hält sich tatsächlich gut. Ich habe meine Vierung nicht benutzt. Achso, ich war im Silence wahrscheinlich, ne? Ich cover die hier mal. Ich weiß aber nicht, wieder für strong genug sind, to be honest. Normal sind wir strong genug. Ich geh Jungle. Ey, yo, yo, don't! 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 Xin, Bots! Wo soll das sonst sein? Die steht tatsächlich noch. Jetzt passt du oben auf. Okay, Leute. Das kotzt mich gerade Turbo an. Ich stelle gerade selbst gar keine Wards in, huh? Ist nicht so ein Silphi-Ding, keine Wards hinzustellen. Ich bin der Erste, der sich beschwert, wenn niemand Wards hinstellt. Okay. Holy shit, der Heal. Ja, in der Mitte kann ich halt nichts machen, I don't know. Will er sich jetzt echt über die Minions beschweren? Wir haben zwei Platten bekommen. Kill die Minions. Mir fällt auf, ich habe 100% Kill Participation. Nut, nut. Ey Bro, jetzt mach nichts Blödes. Ich geh runter. Ich bin nicht mehr bei dir.
Welche Schuhe kaufe ich mir? Oh, hier sind alle Boots gut. Na toll. Oh, ich hol mal lieber Tabis. Don't die. Wait for me. Xin Inc. Die wissen, dass ich hier bin, oder? Lol. Kommt Leute, nicht so greedy, nicht so greedy. Nicht ganz so gierig. Krass, Mann. Was für ein dummes Game ist. Ich glaube, ich mache nur Raptors und Bass dann. Hey, yo, okay, ich meine, ich mache nur Crux und Bass dann und dann tausche ich endlich mein Trinket ein, was ich schon die ganze Zeit über tun wollte. Moment, actually, wenn die resetten, kann ich noch eben Raptors reinwerfen. Dann kann ich mir noch den Phage kaufen. Ich hoffe nur mal, dass mich das Ganze später nicht irgendwie in den Arsch beißen wird. Leute, meine linke Titte juckt gerade übelst. So, das, das, das und let's go. Oh, Trinket, das wollen wir jetzt nicht vergessen. Ich brauche halt, dass die Jinx hier stark ist. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist die beste Person, die das hier noch irgendwie carryen kann. Ich will gerne dem Silas eigentlich helfen. Der scheint mir nicht bad zu sein. Wenn ich hier nicht Dinges gegangen wäre, Tankbaum und ein etwas tankigeres Bild, wäre ich gestorben. Okay, vielleicht kann man auch sagen, hätte ich Vega gewonshottet. Ich habe ja extra an meiner Fero festgehalten. Er hat nie seine Crux gemacht, okay. Lol. Lol. Okay, jetzt war es eine Fiesta. Jetzt war es eine richtige Fiesta. Hey Leute, wir streamen heute Abend, by the way. Heute Abend gibt es Shitream. Ich werde auf meinem Main-Account spielen. Das hier ist nur ein kurzes Warm-Up-Game. Einfach nur, dass ich sehen kann, ob ich für heute Abend frisch bin im Jungle. Ich mach den noch, habe ich auch ein Level up. Sind wir auch zwei Level über Xin?
Wir sollten den aber auch gleich angehen. Der Xin kümmert sich schon um die Objectives, ne? Darauf sollten wir echt ein Auge haben. So, ich hab ein Level Up. Das ist schon mal sehr schön. Pass hier bitte vor der Seite auf. Ich mach Red und dann schaue ich mal nach, ob da irgendwo was abgeht. Vielleicht skippe ich den auch direkt. Dann müssen wir auch nochmal schauen. Lol, er hat meine Kuh nicht abbekommen. Entweder hat er meine Kuh rausgeflasht. Scheiße. Okay, was haben die denn benutzt? Chono R. Der Vega hat sein Stuff noch. Mein nächstes Item wird wahrscheinlich besitzt sein. Nee, Moment mal. Moment mal. Ich mach Huren so. Ich hol mir Cleaver. GA Hourglass Visage. Aber der Xin hat aber kein Flash, though. Der Drache ist so nice einfach. Ich will noch das Gold noch wenigstens farmen. Sieh, das macht Harold? Ich sollte hochgehen. Na egal, ich bin ja schon unten. Da kommen wir nicht schnell genug an, aber das sollte jetzt ausreichen, um den Cleaver zu wenden. Da sind wir auch wieder auf einem starken Kraftstachel. So, das Ding ist einfach, ich werde immer noch okay Damage in meinem Bild haben. So, das soll mich nicht stören. Aber ich bin sehr starker Backline-Distraction und das brauchen wir auch eigentlich. Solange die Jinx durchböllern kann, ist halt alles fein. Ich meine, ich habe jetzt hier einen guten Core an Items, ja. Wir haben CDR, wir haben Damage Reduction, wir haben Leben und so weiter und so fort. Hol ich die Visage zuerst, though? Ich glaube schon. Aber nur um die CDR voll zu bekommen. Oh nein, ich muss wieder zweites Max. Oh oh. Da haben wir jetzt ganz leicht gehintet. Oh, nice. Was macht er? Schon wieder Flash. Ich meine, wir können das Game auch noch ganz schnell verlieren. Es ist nicht so, dass der Gegner kacke scaled. Das da unten sieht aber lecker aus. Wir halten ihn mal hier. Genau. Ich muss quasi nur auf Zeit spielen, bis der Silas kommt. Ich kann auch durchpushen. Wir haben den Harold. Super.
Ich muss echt sagen, dieses Game hätte durch Picks verloren sein sollen. Die Gegner haben die tausendmal besseren Champions. Oh Leute, nehmen wir, das war meine Jinx. Sechs sind am Griefen. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh lol! Holy shit. Shutdown. Shutdown. Okay, Kinders, das war doch eine saftige Runde Liga der Legenden. Da haben wir echt ganz gut performt. Enden die jetzt, oder? Ja, okay, die enden. Sexy, Leute. Ey, nicht vergessen. Heute Stream. Oh, ey, 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 ey. Team. Stop. Stop it right now. Und jetzt verlieren wir das Game noch. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich meine so, hey, ich judge nicht, ne? So, machen wir auch nochmal den Grump. Dann haben wir da auch ein ganz saftiges Level. So, Level 15, das schmeckt, Leute. Visage auch noch fertig, drei Drachen am Start. Huh! Ich hab aber echt das Gefühl, ich habe voll wenig Leben irgendwie. So, ich laufe mit zwei Lebensitems rum. Ich bin Level 15. Ja, und keine Ahnung. Fühlt sich nach echt wenig Leben an. Leute, ich habe voll viel Magie-Resi. Das mit Runi war aber so eine Genius-Idee in diesem Game. Kein Smite, by the way, ne? Aber ich glaube, it doesn't matter. Ja, den jump ich nicht an. Wir lenken die einfach nur ab. Ich habe eh kein Ulti mehr, das heißt, ich bin eh useless. Da saß die Bola. Komm Leute, schreib Jungle Diff. Schreib Jungle Diff, bitte. Bitte. Oder Top Diff Phoenix. Komm, Top Diff. Scheiße. Aber ja, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid? Heute Abend Stream. Ich denke, es wird so... Es wird ein bisschen später sein, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Aber yo, Leute, ich will dann auch auf jeden Fall erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.